Hallo und herzlich willkommen zur Keynote. Ich freue mich ganz besonders, dass ich Michelle Friedmann heute zu Gast haben werde und wir werden sprechen über Zeitenwende für mehr Demokratie. Und das erste Mal, dass wir gerne Herrn Friedmann hier zur Startwoche gehabt hätten, das ist jetzt schon anderthalb Jahre her und umso mehr freue ich mich, dass es jetzt endlich geklappt hat. Aber als erstes, ihr liebe Studierende, sollt auch teilnehmen können und eure Fragen stellen. Und dazu gibt es wieder den Zoom-Raum, in den ihr euch einwählen könnt. Da sehen wir jetzt gerne einmal den Einwahlcode. Prima, genau. Da könnt ihr euch während der Sendung einwählen, wenn ihr Fragen an Herrn Michelle Friedmann stellen wollt. Außerdem haben wir wieder unsere wunderbare Graphic Recorderin Lou hier im Studio. Ja, und Lou zeichnet die Sachen, die wir hier bereden, so wunderbar, dass Bundesministerin Svenja Schulze und der Oberbürgermeister Uwe Schneidewind gestern direkt nachgefragt haben, ob sie dieses Graphic Recording nicht bitte haben können. Also wenn ihr mal was verpasst habt, guckt ihr einfach auf unsere Website oder ihr schaut bei Lou in den sozialen Medien. Vielleicht können wir da auch nochmal sehen. Lou SZ, darunter ist sie zu finden und da könnt ihr euch das Graphic Recording anschauen. Wundervoll. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich bei mir im Studio, ich vermute aus Frankfurt am Main zugeschaltet, Michelle Friedmann. Michelle Friedmann ist Jurist, Philosoph, Fernsehmoderator und Publizist und Direktor des Center for Applied European Studies an der Frankfurt University of Applied Science. Und wir reden heute über das aktuelle Buch, das er gemeinsam mit Harald Welzer geschrieben hat, Zeitenwende. Tag, Herr Friedmann. Guten Tag. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ich möchte gerne mit Ihnen über drei verschiedene Punkte heute über Demokratie reden. Über Demokratie im ganz Großen und dann etwas kleiner anhand von Europa, anhand von Hass und Ausgrenzung und anhand von Bildung. Lassen Sie uns starten. In Ihrem Buch heißt es von Ihnen: Deutschland ist ein Land, das in seiner Konstruktion zutiefst demokratisch ist und auf Gewaltenteilung basiert. Die Menschen, die in diesem Land leben, sind in großen Teilen weltoffen, emanzipativ, partizipativ und demokratieaffin. Wenn ich aber meine biografische Erfahrung, politik- und sozialwissenschaftliche Analysen betrachte, mich auf philosophisch-metaphysische Reflexionen einlasse und den Alltag antizipiere, komme ich zu einem ernüchternden Zwischenergebnis. Der Ist-Zustand ist immer in Gefahr. Er kann sich jederzeit in das Gegenteil verkehren. Herr Friedmann, was ist für Sie Demokratie? Was ist der Mindeststandard? Menschenrechte. Drunter geht es nicht. Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht im Grundgesetz. Es ist die Basis auch der UN-Charta, übrigens die UN gegründet nach Hitlers Abgang, nach der Shoah, die Befreiung von dieser unmenschlichsten aller unmenschlichen Konzepte. Und der Schriftsteller George Tabori hat das literarisch so formuliert: Jeder ist jemand. Mhm. Es ist das a priori der Anerkennung des Menschseins. Es gibt nicht nur in Deutschland Leute, die glauben, einige sind niemand. Dann gibt es den zivilisatorischen Punkt ungefähr 19. Jahrhundert, wo man sagte, niemand ist niemand. Aber das ist immer noch zu wenig. Mhm. Erst mit dem Bekennen zu den Menschenrechten, nämlich jeder ist jemand, ist Demokratie überhaupt denkbar. Und wir müssen uns über zwei Dinge bewusst sein. Das erste ist, die wenigsten Menschen leben unter diesem Gedanken, unter diesem philosophisch-politischen Konstrukt. Und das ist das Erschreckende des 21. Jahrhunderts. Dort, wo Demokratien existieren, werden sie von Antidemokraten, indem sie die demokratischen Freiheitsrechte missbrauchen, wiederum der Zerstörung zur Verfügung gestellt. Wir kennen diese Frage nicht nur bei Donald Trump, der ja jetzt abgewählt wurde, aber auch mitten in Europa, ob das Ungarn ist, ob das Polen ist. Wir erleben auch in der Bundesrepublik Deutschland, die größte Oppositionspartei im Bundestag ist die Partei des Hasses.
bei ihr gilt, dass sie ganz offensiv sagen, einige sind niemand. Ja. Und trotzdem haben Millionen Menschen, übrigens auch junge Menschen, diesen Bewegungen ihre Stimme gegeben. Und deswegen bin ich skeptisch optimistisch. Ja, danke. Skeptisch optimistisch. Wie unterscheiden Sie, weil wir jetzt da schon direkt angekommen sind, wie unterscheiden Sie denn zwischen antidemokratischen und demokratischen Parteien? Wenn eine Partei die Menschenwürde nicht allen Menschen a priori zubilligt, dann verlässt sie den demokratischen Mindestraum. Deswegen sind Anhänger der AfD oder die AfD, sie können andere extremistische Parteien nehmen, deswegen sind diese Parteien nicht am Rande der Demokratie, sondern sie befinden sich außerhalb. Ich glaube, dass diese Justierung für uns alle ganz wichtig ist, weil es so subtile Verschiebungsgrenzen gibt, wo man sagt, na ja, ein bisschen oder nicht bisschen. Es kann bei dieser Frage der Menschenrechte keine Verschiebung geben. Die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Wissenschaftsfreiheit, aber vor allen Dingen die Freiheit, die alle Freiheiten determiniert, nämlich die Menschenwürde, sind nicht verhandlungsfähig. In dem Moment, wo wir über diese Dinge verhandeln im Sinne eines Abbaus, verlassen wir das Fundament des Demokratischen. Sie haben jetzt gesprochen davon, dass die extremistischen Parteien nicht am Rande der Demokratie, sondern außerhalb dessen sind. Und davor haben Sie auch schon gesagt, dass nicht alle Menschen unter dieser Idee, politischen Idee leben. Jeder ist jemand. Wie stehen Sie denn zu dem Begriff der demokratischen Mitte oder der Mehrheitsgesellschaft? Also ich kenne diese Mitte nicht. Ich weiß auch nicht, was diese Mitte ist. Ich würde sagen, dass in unseren modernen Gesellschaften, wenn überhaupt, dann haben wir unendlich viele Mitten. So wie es nicht die Identität, sondern viele Identitäten gibt. Der Pluralismus, der aus Freiheit entstehen kann, dafür ist der demokratische Raum da. Nämlich, dass wir pluralistisch sind. Dass Menschen in der Lage sind, ihre Identitäten zu leben, zu erkennen, zu genießen, zu verändern. Dass dieses nur möglich ist unter dem Schutz dieses demokratischen Grundgedankens, die Würde ist eben unantastbar. Denn zur Würde gehört die Möglichkeit der inneren und äußeren Emanzipation des Menschen. Und ohne diese Emanzipation haben wir überhaupt keine Möglichkeiten, dieses Leben, das wir sind, auszuleben. Wenn wir ins Politische das übersetzen, bedeutet es, dass in dem Moment, wo politische Bewegungen Grenzen einsetzen, die darüber hinausgehen, wir den Anfang erleben, der uns dann immer wieder überrascht, wenn wir die Schlusspunkte der Gewalt kennenlernen. Wir sind immer so überrascht, wenn wir zum Beispiel Anschläge gegen Minderheiten erleben. Wir sind überrascht über viele Anfangspunkte der Gewalt. Ich bin oft überrascht, wie überrascht die Menschen sind, wenn zum Beispiel jede Woche auf deutschen Fußballplätzen, jetzt ist Corona, aber vor und nach Corona bestimmt wieder, Bananen geworfen werden, wenn Menschen mit anderer Hautfarbe spielen oder Juden Beleidigungen für die gegnerische Mannschaft stattfindet, dann erleben wir jedes Mal, warum reagieren Menschen oder auch nicht? Warum wird ein solches Spiel überhaupt fortgesetzt? Wie kann man weiterspielen, wenn so ein rassistischer, menschenverachtender Vorgang stattfindet? Und das erleben wir viel häufiger, viel alltäglicher. Reagieren wir? Reagieren wir nicht? Dann sind wir Mittäter in der Verschiebung dessen, was unsere Koordinatensysteme auch sind. Und deswegen kann ich nur sagen, wollen wir wehrhafte Demokratie, dann fängt das immer auch beim eigenen Menschen und seinen Reaktionen an. Ja, darauf würde ich gerne etwas später nochmal zurückkommen, auf die Frage von Ausgrenzung und Hass und wie diese die Demokratie ja untergraben. Sie haben am Anfang davon gesprochen, inwiefern nach der Shoah und nach dem nationalsozialistischen Regime sich die jetzige deutsche Demokratie überhaupt erst entwickelt hat. Gleichzeitig sagen Sie in Ihrem Buch mit Harald Welzer zusammen, Demokratie ist eine Lerngeschichte. Und auch aus diesen historischen Ereignissen hat sich Europa entwickelt. Und über Europa sagen Sie, Europa ist in einem desaströsen Zustand vor Corona gewesen. Und nach Corona oder mittendrin müssen wir ja immer noch sagen, ich weiß, das Buch ist im März, glaube ich, haben Sie diese Gespräche geführt, letzten Jahres, ist das, und nach Corona ist das für alle sichtbar. Was heißt das?
Naja, also wir kommen wieder zu dem, was offensichtlich ist. Wir erleben, dass innerhalb der Europäischen Union, ich bitte, da will ich jetzt nicht besser wissen. Der Unterschied von Europa und der Europäischen Union, ja. Ich würde dem Kontinent Europa wünschen, und zwar damit 100 Millionen Menschen mehr, dass sie wenigstens die Standards haben, die wir genießen dürfen. Ja. Und uns würde ich empfehlen, das Privileg auch wirklich wahrzunehmen. Und in Deutschland, bei aller Kritik, wir sind ein demokratisches Land. Auf Ihre Frage zurückkommen, wir erleben innerhalb der Europäischen Union diese Zerstörungsprozesse des Demokratischen. Und ich will das nochmal betonen, die Würde des Menschen, Grundgesetze, Grundrechte, Freiheitsrechte, das sind auch Rechte wie die Rechtsstaatlichkeit in der Demokratie. Wir wissen, dass in Polen, wir erleben, wie in Ungarn, die Rechtsstaatlichkeit mit Füßen getreten wird. Wenn die Regierung eigene Kontrollinstanz, die Gewaltenteilung ad absurdum führt, dann ist das nicht mehr eine Stabilität des Demokratischen. Wir wissen, dass populistische Parteien beispielsweise, was Frauenrechte angeht, dazu wieder das Stichwort Polen, ganz deutliche Verschiebungen annimmt, sowohl im Diskurs als auch in der rechtlichen Frage. Wir erleben die Wissenschaftsfreiheit, wie sie angetastet wird. Weiterhin erleben wir, dass diese nationalen Regierungen innerhalb der EU Politik betreiben. Europäische Politik besteht aus Regierungen wie aus Deutschland, aus Frankreich, aber eben auch aus solchen Ländern. Und wir erleben, dass die Europäische Union als Institution nicht mehr Demokratie wagt. Das wäre eine Übertragung von nationalen Kompetenzen auf die Europäische Union. Das Europäische Parlament wählt nach wie vor keine Regierung. Das ist das Grundrecht eines Parlaments, Regierungen zu wählen. Also der Fortschritt ins Demokratische hat viele Rückschritte erlebt und ist strukturell eher morsch als stabil. Mhm. Haben wir es, heißt das, wir haben es auf europäischer, aber auch auf nationaler Ebene mit einem Widerspruch von demokratischen Idealen und machtorientierter Parteienpolitik zu tun? Es kann sein, und man sollte es dann doch wieder auf uns alle beziehen, und das gilt vor allem für diese jüngere Generation, dass wir, und Sie haben es ja angedeutet, über Demokratie neu verhandeln müssen, reden müssen, uns ihnen nähern müssen. Denn das ist der Unterschied von der Diktatur und der Demokratie. Die Diktatur ist statisch. Der Diktator weiß immer, was das Richtige ist, und alle Menschen müssen dem folgen. Und wenn nicht, dann wird man ins Gefängnis geworfen oder gar getötet. Demokratie ist eine Verhandlungsfrage, ist ein dynamischer Prozess. Es kommen Menschen in die Gesellschaft. Migranten, Flüchtlinge, es werden neue Menschen geboren, andere sterben. Das heißt, immer wieder muss neu verhandelt werden, was über diese Grundrechte dann an konkreter Subsumption gewünscht ist. Wir verhandeln zu wenig. Ich würde meiner Generation vorwerfen, dass sie in den letzten 20 Jahren äußerst gemütlich und bequem sich in den Stillstand mit vielen Ausnahmen, aber doch in der Tendenz bewegt haben. Das gilt auch für die Parteiendebatte in unserem Land. Aber gleichzeitig ist auch die jüngere Generation, wie ich finde, nach wie vor viel zu apolitisch, viel zu wenig bereit, in den politischen Raum zu gehen. Und da muss man dann doch eins klar formulieren. Die Demokratie ist ein politisches Angebot. Und wer daran teilnimmt, wirkt. Das ist nicht nur eine Frage des Begriffes der Macht. Wer dort nicht wirkt, lässt den Platz frei und macht dem, der wirkt, einen doppelten Platz möglich. Also meine wirklich leidenschaftliche Formulierung ist, lasst uns einfach mitmachen. Ja. Das setzt aber etwas voraus, was wir wiederum gerade in der Bundesrepublik nicht gut gelernt haben, das ist die Streitkultur. Streiten ist in Deutschland negativ besetzt. Wir reden jetzt nicht von Gebrüll, wir reden jetzt nicht von Populismus, wir reden von unterschiedlichen Meinungen. Meinung, Widerspruch, Widerspruch, neuen Widerspruch. Und ohne Streitkultur verdurstet und verdorrt die Demokratie. Danke, das war jetzt schon mittendrin ein sehr leidenschaftliches Plädoyer dafür, dass jeder und jede sich einbringen muss. Ich würde gerne noch mal kurz auf Europas Rolle auch in der weltweiten Demokratisierung zu sprechen kommen. Die Frage an Sie, inwiefern ist Demokratie exportierbar, wenn wir davon sprechen, dass Demokratie ja in Europa ein Stück weit ganz gut vorhanden ist? Was machen wir damit mit dem Rest der Welt? Und
Sie sagen in Ihrem Buch auch, Europa selbst steht ja nicht lupenrein da. Sie haben es ja, Sie haben jetzt die Beispiele haben Sie schon genannt. Und dann diese Sache in Kombination. Ist Demokratie exportierbar und vor allen Dingen ist sie exportierbar oder vorlebbar von einer Staatenunion, die selber die Demokratie noch nicht lupenrein lebt? Also Demokratie ist ja ein geistig, philosophisch, politisches Gedankenwerk. So gesehen kann man es weder importieren noch exportieren, weil es wird ja nicht als Produkt aus einem Land ins nächste gebracht. Lassen Sie mich das dialektisch vielleicht anders formulieren. Wir sehen, dass es in Gesellschaften, die diktatorisch regiert werden, die Gewalt von den Machthabern erleben, dass Menschen die Sehnsucht haben nach Freiheit. Und ich glaube, dass der Freiheitswille etwas in der DNA des Menschseins ist. Wir haben Bewusstsein. Wir sind das einzige Lebewesen, das wir jedenfalls kennen, mit Bewusstsein. Das heißt, wir können uns spiegeln. Und wir wollen mehr Freiheit. Und die Diktatur als politische Rechtsform ist das Anti-Modell für Freiheit. Also schauen wir uns alleine an, was in Myanmar stattfindet. Schauen wir uns an, was in Belarus stattfindet. Schauen wir uns an, was in Hongkong und China stattfindet. Schauen wir uns an Länder, in denen die Suppression, das Niederknien gewagt und gewollt ist. Schauen wir uns auch Länder wie Saudi-Arabien an. So, und dieser Wille nach Freiheit, diese Sehnsucht nach Mitbestimmen, nach Partizipation, als Mensch nach Emanzipation ist etwas, was wohl als globale Idee überall mitschwingt. So gesehen geht es nicht um das Importieren oder Exportieren. Und jetzt schauen wir uns Länder an, wo das weitaus mehr angekommen ist, wie zum Beispiel unser Land. Und die Auseinandersetzung zwischen diesen zwei Polen, nämlich dem autoritären Polen, den Polen, die sagen, wir bestimmen, wie das Leben von vielen Menschen ist. Und wir, das sind in der Tat meistens die Machteliten. Und andererseits Gesellschaften, die sagen, nein, niemand bestimmt mehr, wie ich oder du zu leben hat. Mhm. Sondern wir sind eine Gesamtheit der Menschen, die das miteinander verhandeln muss. Dieses Spannungsfeld ist jedenfalls im 21. Jahrhundert noch mal deutlicher geworden. Was Sie ansprechen, ist Heuchelei und Doppelmoral. Es ist schwierig, wenn die Europäische Union einerseits völlig zu Recht sagt, wir sind demokratische Institutionen und andererseits bei der Türkei oder bei Russland, nehmen wir Russland, mit einem Minimum an Pseudosanktionen darauf reagiert, wenn die russische Bevölkerung durch den Diktator Putin niedergeprügelt wird. Auf der anderen Seite, bei allem auch theoretischen und bei allem auch engagierten, darf man nicht vergessen, dass Politik als Handlungskonzept, und ich benutze den Begriff gar nicht zynisch, realpolitische Fragen zu stellen hat. Eins jedenfalls kann es nicht geben. In unserem Land kann es keine pragmatischen Begründungen geben, warum Demokratiestandards reduziert werden. Wir führen ja gerade eine konkrete Diskussion während der Corona-Pandemie, wie weit unterschiedliche Freiheitsrechte auch in Spannungsverhältnissen stehen. Und ich möchte jeden darauf hinweisen, die Grundidee auch des Demokratischen ist, dass es diese Spannungen gibt und dass die Verhältnismäßigkeit von konkreten Situationen zu Verschiebungen führen muss, nur diese müssen überprüfbar sein. In Deutschland funktioniert das Bundesverfassungsgericht, die Bundesverwaltungsgerichte funktionieren, in anderen Ländern sind Gerichte nur noch eine Farce. Ja, lassen Sie uns doch genau da nochmal genauer drauf schauen. Sie haben jetzt angesprochen, dass wir in der Corona-Pandemie nochmal sehr genau das Spannungsfeld ausleuchten. Wie blicken Sie denn auf Querdenker-Demonstrationen zum Beispiel? Da haben wir auf der einen Seite, könnte man sagen, die Interpretation, dort gehen Menschen für ihre Grundrechte auf die Straße. Auf der anderen Seite wissen wir, dass das nicht weit weg und manchmal sehr tief drin innerhalb von Verschwörungsmythen und antisemitischen beispielsweise Ressentiments ist. Wie schauen Sie da drauf? Also ich glaube, dass eine kritische Analyse von Regierungshandeln auch während der Corona-Pandemie die Conditio sine qua non des demokratischen Bürgers ist. Und der Bürger, also die Grundlage, Conditio sine qua non, ich sage einmal sozusagen ja, die Grundlage. Das ist das Fundament, das ist der Grundgedanke an sich.
Nur wenn Sie Querdenker formulieren, das erinnert mich an Pegida und AfD-Demonstranten. Ich weiß ja, wohin ich gehe. Mhm, also die Visitenkarte ist ja beschrieben. Ich gehe ja nicht naiv zu Querdenker-Demonstrationen. Also ich kann mich gegen Corona-Politik wenden, aber ich muss nicht bei einer Querdenker-Demo sein. Die Querdenker-Demonstrationen sind, wie Sie sagen, durchtränkt durch eine verschwörungstheoretische, antisemitische, rassistische Grundhaltung, die wir ja auch im Netz kennen, die genau das darstellt, was das Antidemokratische ist. Wenn ich also dorthin gehe oder wenn ich zur Pegida-Demo gehe, dann kann ich nicht so tun, als ob ich nicht wüsste, was ich tue. Die Hände in Unschuld waschen funktioniert nicht. Wenn ich bei der AfD bin, dann weiß ich, wo ich mich mit angedockt habe. Es ist also überhaupt kein Problem. Du kannst gegen die Rentenpolitik demonstrieren, gegen die Gesundheitspolitik demonstrieren. Nur mache ich es über die AfD, muss ich mir die Frage gefallen lassen, da geht es gar nicht um diese Themen. Es geht um Hass. Was suchst du dort eigentlich? Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, wir sprechen ja im Rahmen einer universitären, einer Bildungsinstitution. Ich bin selbst Hochschulprofessor. Querdenker und all diese Dinge, über die wir reden, im Politischen nennen wir das Fake News, Alternative News, akzeptieren die Faktizität nicht mehr. Mhm. Aber in einen Diskurs zu treten, müssen wir uns über Fakten einigen können. Sie können das an einem ganz banalen Beispiel erzählen. Sie treffen jemanden, der sagt, die Schwerkraft, das ist die Erfindung des Weltjudentums. Das stimmt alles gar nicht. An einem ganz bestimmten Punkt ist ja die Debatte gar nicht möglich. Was sind die Konsequenzen der Schwerkraft? Ich kann da nur empfehlen, irgendwann zu sagen, weißt du was, wir müssen das jetzt einfach beweisen, wer recht hat. Du sagst, die Schwerkraft ist nicht da, geh auf den 10. Stock des Gebäudes, spring vom Balkon, ich nehme das Treppenhaus. Und wir treffen uns unten wieder und dann haben wir eine Beweissituation. Sie sehen an der Absurdität des Beispiels, dass wenn wir diskutieren wollen, wenn wir streiten wollen, aber die Faktizität nicht mehr anerkennen, dass wir damit einen Pseudodiskurs nur führen. Im Rahmen der eigenen Blasen können Sie da sogar logische Gedankengänge entwickeln. Es wirkt kausal. Da aber das Fundament des Gespräches nichts anderes ist als heiße Luft, bös und negativ gemeint, es ist eine bewusste Lüge, sind solche Debatten genauso unmöglich, wie wenn wir uns nicht gegenseitig anerkennen, dass wir gleichwertig im Diskurs. Wenn also jemand sagt, du Repräsentant der Gruppe A bist doof, weil alle dieser Gruppe A doof sind, dann verweigern nicht sie den Diskurs, sondern da der andere sie nicht anerkennt, weil er sagt, die Gruppe A ist doof, verweigert der Querdenker den Diskurs mit ihnen. Das ist ja immer die Frage, soll man mit Nazis reden? Mhm. Die Nazis reden nicht mit mir. Wenn sie sagen, alle Juden sind was auch immer, dann erkennen sie mich schon a priori nicht mehr an. Das ist in dem Diskurs gerade auch an Universitäten, aber auch in der Gesellschaft ganz wichtig, weil die Fallen sind schon manchmal sehr tricky. Ja. Und wenn wir ins Netz gehen, wenn wir in der digitalen Kommunikation sind, erst recht. Ja, absolut. Im Netz ist es wirklich, wirklich schwierig. Da mag ich Sie fast nicht nach Tipps und Tricks fragen. Aber wir haben jetzt hier unsere Studierenden. Die haben gerade ihr allererstes Semester abgeschlossen. Zugegebenermaßen der Gang in die Kneipe oder ins Restaurant oder in die plurale Öffentlichkeit, in den öffentlichen Raum ist gerade eingeschränkt. Aber Sie haben ja mit vielen Menschen gesprochen und Sie sind streitfähig und streiterfahren. Vielleicht können wir das ein bisschen runterbrechen für unsere StudentInnen. Wie geht man denn konkret im Gespräch? Wie redet man mit Leuten, wenn man doch jemanden trifft, der eben antifaktisch einem begegnet, der einem mit rassistischen Ressentiments begegnet? Wie spricht man? Weil man muss ja handeln, man kann nicht sagen, man muss ja darauf aufmerksam machen und gleichzeitig ist man ja vielleicht vor den Kopf geschlagen oder weiß eben nicht, wie argumentieren, wenn die andere Seite gar nicht argumentativ unterwegs ist. Vielleicht haben Sie ja da... Sie haben es gerade gesagt, ja. Man kann gegenüber Glauben Scheinwissen nicht mehr argumentieren. Mhm. Das ist ein Widerspruch per se. Ja. Das macht Ihre Frage so herausfordernd. Ich würde es gerne einen Schritt zurückgehen. Gerne. Wie viel weiß ich? Wie informiert bin ich?
wie plural habe ich mich informiert? Um das mal deutlich zu sagen, auch vor der digitalen Zeit, die Eltern der Studenten und Studentinnen haben sich an irgendeine Zeitung orientiert, die sie jeden Tag abonniert haben. Das war in der Regel die Bestätigungszeitung der eigenen Haltung. Ja. Der Mensch will neurobiologisch die Zustimmung. Wir wollen narzisstisch bestätigt werden. Das heißt, erst wenn wir uns im Zweifel, in der Neugierde mit dem beschäftigen, was andere an Interpretation dieser Welt anbieten, wenn wir die Tatsachen überprüfen und wir sind mündig. Und Studenten und Studentinnen sind erst recht mündig. Sie haben bereits viele Instrumente gelernt. Sie müssen sie üben, sie müssen sie trainieren. Also erst wenn ich selbst ein Minimum an Wissen akquiriere, man könnte jetzt darüber streiten, ab wann ist das Minimum erreicht, erst dann bin ich ja überhaupt in der Lage, in den Dialograum so reinzukommen, dass ich nicht manipuliert werde. Manipuliert wird man übrigens nicht nur durch Falschaussagen, sondern es gibt Leute, die haben eine These, die haben Argumente, da ist keine Lüge dahinter und trotzdem ist es ja nur eine Interpretation der Welt. Wie kann ich mich dem entziehen? Nur indem ich mehr und mehr Autonomie entwickle. Das ist eine Erfahrungssache, das ist eine Übungssache, es ist eine Trainingssache. Viele haben ja schon einen Muskelkater, wenn der erste Widerspruch stattfindet und brechen zusammen. Mein Rat ist insgesamt dort, wo ich als Person nicht anerkannt werde, mich nicht in diese Dynamik einzulassen. Wer beispielsweise, weil sie eine Frau sind, welche Gruppen auch immer, konfrontiert wird mit einem Gegenüber, das mich an sich nicht anerkennt, verweigert ja nicht nur den inhaltlichen Diskurs, er nimmt mich ja gar nicht ernst oder sie nimmt mich nicht ernst. Da ist ein Gespräch in dem Moment erst einmal verlorene Zeit. Es gibt eine reine Emotionalisierung. Beide Parteien radikalisieren sich in der Emotionalisierung. Da gibt es keine Brücke. Aber Im Inhaltlichen würde ich immer dafür plädieren, dass man die Position mit einer sachlichen Begründung immer wieder in den Raum bringt. Warum? Weil wir lernfähig sind. Mhm. Weil ich glaube, dass Menschen, und ich will darauf hinweisen, auch Sie und ich immer wieder dazu lernen können, auch wenn ich unmittelbar Ihr Argument nicht akzeptieren möchte, vielleicht auch, weil es mir gerade wehtut, zu merken, dass wir das Bessere haben, es wirkt in mir. Mhm. Also ist eine Gesprächssituation vorhanden, würde ich immer raten, die Position zu vertreten und nicht in die Falle der Emotionalisierung zu tappen. Das ist eine Übungssache und deswegen ist es eine große Herausforderung. Die dritte Ebene, die ich wirklich empfehlen möchte, ist, Streit ist Neugier. Es ist eigentlich die Lust zum Lernen. Wenn ich mich in einen Streit begebe, will ich den anderen oder die andere überzeugen. Aber ganz ehrlich gesagt, die besten Streitsituationen hatte ich, wenn ich überzeugt wurde. Ja. Wenn ich irgendwas gelernt habe. Also jetzt mal unabhängig von Querdenkern und diesen ganzen radikalen Elementen, die wir gerade diskutieren. Das Üben beginnt ja im Alltäglichen, wo das nicht so der Fall ist. Ich hätte mir gewünscht, dass wir Streitkultur in allen Bildungsinstitutionen ganz anders positionieren. Ich würde mir wünschen, dass diese Negativkonnotation von Debatte, Diskussion, Widerspruch schon ab Grundschulen schon viel früher geübt wird. Aber die Hochschulen sind ein geschützter Raum. Wie weit Opportunismus, Bequemlichkeit und andere Vorwände zu Pseudo-Entschuldigungen genutzt werden, warum ich den Mund nicht aufmache, muss jeder und jede mit sich selbst fertig bringen. Mhm. Vielen Dank, Herr Friedmann. Ich habe jetzt daraus gehört, sozusagen eine Dreierstrategie. Ich breche es jetzt natürlich ganz ganz banal runter. In einer Gesprächssituation, man kann so eine Art Faktencheck machen. Gibt es überhaupt eine Anerkennungsebene? Nur dann haben wir eine Gesprächssituation. Dann empfehlen Sie immer wieder, sachliche Argumente vorzubringen. Wissen. Und dann denken. In Kombination mit Wissen. Und dann denken und Neugierde und vielleicht auch bereit sein, etwas dazuzulernen vom anderen. Und das ist doch genau die richtige Stelle, an der ich nochmal darauf hinweisen möchte, dass auch unsere Studierenden, wenn sie möchten, sich hier einwählen können. Vielleicht können wir nochmal den Zoom-Raum sehen.
wählt euch gerne ein, denn Herr Friedmann, bin ich mir sicher, freut sich auch auf eure Fragen. Also, wenn jemand mag, ich würde mich auch sehr freuen. Herr Friedmann, meine nächste Frage wäre, wie ist es mit Demokratie und Geschichtsbewusstsein? Wie hängt das zusammen? Also wir haben, wir nennen das das Gedächtnis, die Memory. Gesellschaften, Gruppen und Individuen leben von einem kommunikativen Gedächtnis. Also sie haben eine Familie und das kommunikative Gedächtnis ist in der Regel 3 Generationen. Die Geschichten, die die Großeltern den Kindern, den Enkelkindern erzählen, bildet eigentlich einen Teil ihrer Lebensbildhaftigkeit. Und in diesem Gedächtnis bewegen sie sich. Das sind sogar ganze kleine Geschichten, wenn ihnen die Eltern erzählen, wie sie mit einem Jahr waren und sie mit 20 erzählen, ich war so, obwohl sie überhaupt keine Erinnerung haben. Das kennen wir alle. Ja. So, und das Ganze können sie auch ins Geschichtliche, ins Politische übertragen. Wie interpretieren also Eltern und Großeltern ihre geschichtliche Realität, Verantwortung oder das Versagen in dieser Zeit? Das war ein Klassiker in der Nazi-Zeit, wo alle im Jahre 1945 ihren Eltern, die sind jetzt 60 bis 70, und ihren Enkelkindern, die sind jetzt 30 und Urenkelkindern, falls es das gibt, erzählt haben, wir waren unschuldig. So, und dann erzählt man das sich gegenseitig, das hilft allen. Und irgendwann, nach diesen 3 Generationen, wir nennen das dann das kulturelle Gedächtnis, entwickelt sich unabhängig der Zeitzeugenschaft eine Interpretation der Zeit. Warum ist das für uns und immer wieder jungen Menschen wichtig? Weil die Einordnung von Geschichte ist nicht der Blick nach zurück, sondern so wie Sie und ich beispielsweise das Dritte Reich einordnen, signalisieren wir unsere philosophische Wertehaltung der Gegenwart. Ja. Also jemand von der AfD, wie Herr Gauland, sagt, das war ein Vogelschiss der Geschichte. Damit sagt er, dass alles, Krieg, Millionen Tote, Auschwitz, das war doch gar nicht schlimm, weil in seinem Auge muss wohl so ein Hitler etwas gewesen sein, das seinem Wertesystem nicht a priori gegenübersteht. Wenn Sie es anders einordnen in der Gegenwart, entsteht dadurch aber auch wieder ein politischer Handlungsblick. Sie wollen verhindern, dass in unserer Zeit, in der Zeit, in der Sie leben, so etwas wieder passiert. Das können Sie mit der Aufklärung sehen. Das können Sie mit der Frage von Emanzipationsbewegungen sehen. Das heißt, Geschichte einordnen in der jeweiligen Gegenwart zeigt den Zustand der Menschen in der Gegenwart, wo ihre Werteorientierung ist. Und deswegen ist das Reden über Geschichte immer ein Reden über Gegenwart und Zukunft. Mhm. Vielen Dank. Und wenn wir dann nochmal auf Demokratie zurückgehen, man könnte ja auch sagen, dass Demokratie eben ein Privileg ist, dessen wir uns aber nicht jeden Tag bewusst sind. Warum ist es auch deshalb wichtig, in die Geschichte zu schauen? Ich glaube, dass Demokratien, die ja ganz jung sind, ich meine, was sind knapp 80 Jahre Demokratie in dieser Bundesrepublik Deutschland? Oder in diesen ganzen europäischen Regionen oder in anderen Regionen. Wenn Sie das mit Menschheitsgeschichte nochmal vor Augen haben, also der Gedanke, ich meine, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, war noch vor wenigen Jahrzehnten in einigen Kantonen der Schweiz undenkbar. In diesem Land mussten Frauen vor wenigen Jahrzehnten die Unterschrift ihrer Ehemänner haben, dass sie ein Konto aufmachen oder arbeiten durften. Nehmen Sie alleine solche Phänomene, das sind ganz kurze Augenblicke, Lichtblicke im Sinne von Erinnerungskultur, im Sinne von Einordnung von Welt. Und wir erleben ja, dass der Angriff auf diese Anordnung und Einordnung brutal zugenommen hat. Warum? Weil je länger sich Menschen aber an diesem Zustand im Leben wiederfinden, je mehr Pluralität stattfindet, desto mehr wird diese Gedanklichkeit Raum fassen. Dass der Angriff in Teilen, in Anführungsstrichen, überraschend erfolgreich ist, zeigt aber, dass vieles nur erst an der Oberfläche akzeptiert, aber nicht verinnerlicht ist. Aber Verhalten, das würden uns alle Verhaltensforscher sagen, dass es Evolution braucht, irre lange. Und deswegen müssen wir diese Debatte so offensiv auch führen, um das Erreichte nicht nur zu erhalten, sondern zu aktualisieren, zu modernisieren, fortzuschreiben und Methoden zu finden,
das als etwas zu kennzeichnen, was positiv konnotiert ist. Ja, vielen Dank. Dann vielleicht noch, weil wir ja an einer Universität sind, würde ich gerne noch auf das Thema Bildung, Bildung als Grundlage, als allererster Schritt eigentlich für Demokratie und ja ein demokratisches Selbstverständnis jedes und jeder Einzelnen eingehen. Und zwar machen wir es ganz konkret, hier bei uns an der Leuphana. Wir haben im Leitbild, wie wahrscheinlich oder hoffentlich nicht wenige Universitäten, aber wir haben den Humanismus im Leitbild stehen und ja, sind natürlich auch stolz darauf, bilden uns etwas darauf ein. Wir haben die Module Wissenschaft trägt Verantwortung und beschäftigen uns hier schon im ersten Semester viel mit Interdisziplinarität. Das heißt, wir blicken auch immer reflexiv auf die Wissenschaften, die wir betreiben und die wir lernen. Gleichzeitig sagen Sie und Herr Welzer in Ihrem Buch, Bildung allein reicht nicht und reine kognitive Bildung reicht nicht aus. Es braucht auch eine emotionale Bildung. Aber wie und was bedeutet das? Na, es braucht noch eine dritte, nämlich die soziale Bildung. Ja. Also was wir glaube ich, in der Moderne lernen, ist, dass die Sozialkompetenz, die soziale Bildung auch eine ganz enorme Bedeutung hat. Jeder Begriff der Solidarität, der Gemeinschaft hat damit zu tun. Was wir damit sagen wollten, ist fundiert auf erstmal eine Grundthese. Wir haben keine Bildungsgerechtigkeit in Deutschland. Mhm. Und die größte soziale Ungerechtigkeit, die ich wahrnehme, ist die Bildungsungerechtigkeit. Wenn Kinder und Jugendliche, weil sie aus der falschen sozialen oder familiären Schicht kommen, nicht die entsprechende Bildung haben, sogar eine Fortschreibung ihrer Bildung, wie andere, die aus anderen Schichten kommen, ist das eine eklatante soziale Ungerechtigkeit, die übrigens das ganze Leben sich fortsetzt. Zweite Bemerkung ist, das ist eine Frage des Curriculums, es ist unverzichtbar zu wissen, und Gott Kant, der deutsche Gott Kant, der über die Vernunft und über den Verstand und das Argument einerseits zu Recht plädiert, das ist Aufklärung. Weg vom Glauben, weg von Gott, weg von dem Irrationalen hin zum Rationalen, hat nicht damit kompensieren können, dass wir Menschen Verstandeswesen sind. Übrigens erst eine sehr kurze Zeit. Unser Großhirn ist sehr jung. Aber im Prinzip, dass wir Natur sind. Und Natur ist Instinkt und Natur ist auch Emotion. Nehmen Sie die Kernemotionen wie Angst, aber auch wie Flucht und ähnliche Bewegungen. Das heißt, wenn wir ein Bildungskonzept für eine humane, humanistische Gesellschaft wollen, müssen wir Menschen in die Lage bringen, zu verstehen, dass neben den Entscheidungen nach wie vor primär die emotionalen Reaktionen mehr determinieren, als wir uns das vorstellen. Und Sigmund Freud hat uns das ja vor knapp 120 Jahren bereits angetan, als er nach Kant gesagt hat, was ist eigentlich determinierender, das Unbewusste oder das Bewusste? Und Neurobiologen der Gegenwart zeigen uns das zum ersten Mal naturwissenschaftlich, dass zu glauben, dass unsere Entscheidungen primär bewusst getroffen sind, dass unsere Entscheidungskriterien primär kognitiv sind, ein Trugbild sein kann, das gefährlich ist. Deswegen ist es auch keine Überraschung, dass Diktatoren, Mörder, Henker mit Professoren und Doktortiteln unterwegs waren. Wäre es doch so, dass es nur die kognitive Bildung wäre, wie kommt es dann, dass sehr viele hochgebildete Menschen eben Menschen unterdrücken? Also, was wir beide in dem Buch darstellen wollen, ist ein Bewusstsein dafür. Und das wird das 21. Jahrhundert noch mehr hervorrufen, weil wir in der digitalen Welt noch mehr mit diesen Fragen zu tun haben, weil die Manipulationen auch der großen Tech-Unternehmen sich gerade, sie arbeiten sich an der Werbeindustrie der letzten 50 Jahre ab mit modernster Technologie, darauf arbeiten, wo kann ich sie unbewusst mitnehmen? Und so arbeitet übrigens politische Propaganda auch. Also, wir plädieren für einen ganzheitlichen Intelligenzgedanken und das ist soziale Intelligenz, emotionale Intelligenz und kognitive Intelligenz. Danke, Herr Friedmann. Jetzt haben wir tatsächlich einen Studenten und zwar Tim möchte Ihnen eine Frage stellen. Tim, bist du da? Ich bin da, ja. Hallo. Prima. Hallo, Tim. Guten Tag, Herr Friedmann.
Ich hätte eine Frage irgendwie in Richtung Realpolitik, praktisch politisch, in Anbetracht der Umstände, dass im Sicherheitsbereich, bei der Polizei, aber auch in anderen staatlichen Institutionen doch viele rechte Szenen verbreitet sind, auch beim Militär, das schon seit längerem und eigentlich kaum einer Möglichkeit oder einer Agenda dahingehend realpolitisch was zu tun oder dass es eigentlich gar nicht auf der Karte ist, dass Rassismus auch in der Polizei nicht untersucht wird, obwohl es offensichtlich ist, dass der gesamte Westen da ein Riesenproblem hat. Was kann man da machen und wie schätzen Sie das ein? Ist das nicht langsam ein bisschen absurd, dass das irgendwo nicht wirklich da irgendwie politisch was ins Rollen kommt? Ich will erst einmal Ihre Analyse aufgreifen. Ich will jetzt nicht mit dem Satz kommen, die meisten Polizisten, Polizistinnen sind Demokraten, nicht Rechtsextremisten, aber ich will es trotzdem mal angesprochen haben. Das ändert aber nichts an Ihrer Analyse. Wir haben ein strukturelles Problem von Menschenfeindlichkeit auch in Institutionen des Staates. Und die Aufgabe der Institutionen des Staates ist unverzichtbar, dort, wo das sichtbar wird, darauf zu reagieren. Das ist äußerst ungenügend. Das beginnt nicht erst seit den NSU-Skandalen, das beginnt nicht erst seit Hanau, das beginnt nicht erst seit den 80er, 90er, 70er Jahren, sondern das ist ein großes Problem des Staates, ein Glaubwürdigkeitsproblem des Staates. Ich lebe in Frankfurt und in Hessen, da haben wir das regelmäßig. Was ich damit also sagen will, ist, dass es Nazis, Menschenverachter bei der Polizei gibt. Das ist genauso wenig überraschend, als wenn es das in einer Modefirma gäbe. Die Frage ist immer, wie reagiert man darauf? Und staatliche Institutionen haben das Machtmonopol. Und in dem Moment, wo im Machtmonopol antidemokratische Kräfte, ich komme darauf zurück, die Würde des Menschen ist unantastbar, wird ja vom Machtmonopol verteidigt. Man merkt, dass da nicht genug passiert. Wenn etwas passiert ist, ist ein Zustand, der äußerst beunruhigend ist. Wir nehmen mal jetzt den Verfassungsschutz. Sie erinnern sich, dass noch bis vor kurzer Zeit der Präsident des Verfassungsschutzamtes Herr Maaßen hieß. Wir haben alle erlebt, wie Herr Maaßen sich in Chemnitz und anderswo in Sachsen mit AfD auseinandergesetzt hat. Wir haben jetzt einen neuen Präsidenten. Da sehen wir eine ganz andere Politik, eine aktive, eine engagierte Politik. Kann es abhängen davon, was politisch oder an der Spitze eines Amtes ist, wenn es um solche Fragen geht? Nein, weil es eben ein Strukturthema ist. Was ich raten möchte, ist, jeden Tag und immer wieder darauf aufmerksam machen und dieses dicke Brett bohren. Das mag frustrierend sein, der Bohrer mag manchmal stumpf wirken, bohren Sie weiter. Also ich bohre weiter. Alles klar, vielen Dank. Danke, danke Tim für die Frage und danke Ihnen. Herr Friedmann, Sie haben vorhin schon, Sie haben schon angefangen, Ihr leidenschaftliches Plädoyer zu halten und eben auch, Sie bohren weiter für die Demokratie, das dicke Brett. In Ihrem Buch kommt auch der Satz vor, der freiheitliche Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Ich lese das so, der freiheitliche Staat braucht den freien und engagierten Einzelnen, den Demokraten, die Demokratin. Ja, wie machen wir das? Wie handeln? Aber was ist denn der Staat? Der Sauerstoff sind doch wir Menschen. Und entweder ist es Gift, das wir da reinpumpen, das wäre als Metapher die Interpretation, dass wir Menschenverachtung zulassen. Also ich muss das auch noch mal einen Augenblick sagen, wir haben alle Vorurteile, wir leben von Vorurteilen, wir sprachen davon, Erziehung, Bildung, Kultur ist immer auch geprägt von Vorurteilen. Aber wir können lernen, wir können uns entwickeln, wir können uns verändern. Ich bin etwas älter als Sie und wenn ich mir anschaue, wie viele Jahrzehnte ich mich auch verändert habe, Dinge, die ich vor 20 Jahren sehr rigoros gesehen habe, heute sehr viel zweifelhafter sehen. Das ist doch eigentlich das Grandiose an uns Menschen. Wir können lernen. Und wenn Sie also vom Demokratischen, vom Staat sprechen, das sind Strukturen, das sind statische
Gebilde, die das Haus hält. Aber wir sind diejenigen, die das übersetzen, die das zum Leuchten bringen oder wo das Licht ausgemacht wird. Wenn Sie es philosophisch diskutieren wollen, die Freiheit hat einen Gegenbegriff und das ist die Verantwortung. Wenn ich frei bin, dann trage ich für meine Entscheidungen die Verantwortung. Und das Unterlassen von Handeln ist dann ein Handeln. Mhm. Und dieses sich konfrontiert fühlen müssen im politischen Raum ist etwas, was viele Leute anstrengt, ihnen teilweise auch die Nerven geht. Und viele Menschen, die sich Demokraten auch als Überzeugung nennen, neigen dann ab und zu zur Müdigkeit oder sagen, man muss doch nicht alles diskutieren. Man kann doch auch mal fünfe gerade sein lassen können. Nein, fünf ist ungerade. Herr Friedmann, was für ein wundervoller Schlusssatz. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Schön, dass Sie da waren und danke für Ihre starken Plädoyers. Danke für Ihr Engagement. Herzlichen Dank. Einen schönen Tag an alle. Ciao. Wiedersehen. Das war Michelle Friedmann zum Status quo und hoffentlich der Zukunft der Demokratie. Und jetzt darf ich ankündigen, die mobile Stadt, nämlich das Zukunftsstadtmagazin, gleich um 17 Uhr und dann heute Abend um 19 Uhr die Demokratie retten mit dem Utopiestudium. Vielen Dank. Wiedersehen.